Sehr verehrte Damen und Herren, es ist 15.17 Uhr, zwei Minuten später, egal. One information, because now we speak in German and Spain. If you need a bit help for translation, you can pick up the technique. We have translator here, and maybe it's much easier to understand. So, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Lateinamerika wollen wir uns jetzt widmen und der großen Frage der Sicherheit. Inwiefern werden manchmal Entscheidungen gefällt, ob ein Land sicher ist oder nicht, ob man reisen sollte oder nicht, ob man die Verantwortung übernehmen kann für Gruppen oder besser nicht. Wie zuverlässig sind Hinweise, wie zuverlässig sind auch Aussagen, wie werden die Hinweise des Auswärtigen Amtes wahrgenommen, wie werden sie eingestuft? Und könnte es sein, dass jene lateinamerikanischen Länder jetzt profitieren, dass andere plötzlich unsicherer geworden sind aufgrund des Terrors? Wie zuverlässig ist das also? Wie planbar ist es, wenn man gerade als Reiseveranstalter auf die Risiken schauen muss? Ich darf ihn sehr herzlich vorstellen, Andreas M. Groß, der Sie jetzt durch den Nachmittag führen wird, durch die nächste Stunde. Sie sind Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika e.V., haben studiert unter anderem in Mexiko, aber auch in Rio de Janeiro, arbeiten unter anderem für Studiosus, aber auch für viele andere Auftraggeber und so weiter und so fort. Sie haben eine sehr große Lebens- und Reiseerfahrung. Seit 30 Jahren sind Sie in Lateinamerika unterwegs und werden uns jetzt mit geschultem Blick eines Insiders durch dieses sehr spannende, aber vielleicht auch sehr ambivalente und sehr komplizierte Thema lotsen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Weber. Meine Damen und Herren, ich freue mich über diese sehr barocke Einführung. Es ist eigentlich nur wichtig, dass ich bei der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika bin. Und noch viel wichtiger ist, dass ich ganz wichtige Gäste heute auf dem Podium habe. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema Sicherheit diskutieren können. Und wir werden mit etwa 45, 50 Minuten Zeit rechnen dürfen. Ich möchte dabei aber auch ganz ausgesprochen der ITB und dem ITB-Kongress danken, der uns als Vereinigung, die den Tourismus nach Lateinamerika fördert, ein Podium einräumt, dieses auch durch Diskussionsrunden und durch das Behandeln von Themen möglich zu machen, die vielleicht nicht immer so bequem sind wie eine schöne Hängematte am Strand oder ein tolles Abendessen in einem romantischen Restaurant in Mittelamerika oder vielleicht in Südamerika. Nein, es gibt auch Themen, die zu den etwas komplizierteren gehören, die im Tourismus aber bestimmend sind. Und das ist die Sicherheit, gar keine Frage. Ich möchte, bevor ich ein paar weitere Worte zu dem Thema und zu unserer Zielsetzung sagen, mich aber mit Ihnen darüber freuen, wer heute mit mir auf dem Podium ist. Und ich darf beginnen mit dem Herrn Minister aus El Salvador, Zentralamerika, der hier natürlich auch ein besonderes Wort mitzureden hat, denn er ist der Tourismusminister, José Napoleón Duarte. Muy bienvenido, señor ministro. Estamos muy felices de tenerlo aquí con nosotros. Alles, was mit Sicherheit zu tun hat, meine Damen und Herren, ist im deutschen Raum auch ein wenig an das gebunden, was das Auswärtige Amt, unser Außenministerium, zu dem Thema Sicherheit zu sagen hat und in diesem Falle eben zum Sicherheit im Ausland. Die dafür zuständigen Damen und Herren sehen wir meistens nicht in Person, sondern wir lesen ihre Informationen, die in dem Team erstellt und aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammengetragen werden. Und einer der ganz wichtigen Herren, die an dieser Stelle auch sitzen, wo man dann über die endgültige Beurteilung eines Landes auch eine Entscheidung fällt, ist Herr Dr. Rüdiger Lotz. Herr Dr. Rüdiger Lotz ist der Referatsleiter für Mexiko, Zentralamerika, Karibik, ein hervorragender Kenner des gesamten lateinamerikanischen Raumes und er ist natürlich vom Auswärtigen Amt. Herr Dr. Lotz, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Und es gibt ein Land, das früher eigentlich das war, wo man hinreisen wollte, wenn man entführt werden möchte und auch sonst immer irgendwelche anderen Probleme haben will. Und das ist früher einmal ein Land namens Kolumbien gewesen. Dieses Land, und darüber werden wir gleich noch zwei Worte hören, ist heute alles andere als von diesem Image behaftet, sondern ein hochpopuläres Ziel im Tourismus. Und dafür haben wir hier den Jeff Patruchev,
der die Direktor und Senior-Tourismusberater für Mittelosteuropa von ProColombia ist, der staatlichen Stelle, die sich nicht nur um Tourismus, sondern um den gesamten Import-Export-Bereich Kolumbiens im Ausland kümmert. Nun, das Wort des Auswärtigen Amtes ist für uns buchstäblich Gesetz. Die Minister in den jeweiligen touristischen Destinationen von Lateinamerika sind diejenigen, die natürlich auch das Image des Landes für den Reisenden, genauso wie Fragen der Sicherheit, aber auch der Inhalte eines Landes mitbestimmen. Nur all das hilft uns natürlich nicht allzu viel, wenn wir nicht Studienreisen, Erlebnisreisen, Naturreisen, Reiseveranstalter haben, die die Gäste dorthin bringen, die zum Teil ja einen ganz wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Kraft einer Nation beitragen. Einer, der über 60 Jahre im deutschsprachigen Raum als renommierter Veranstalter bekannte Firma ist Studiosus Reisen aus München. Und Studiosus ist in diesem Zusammenhang auch eine Reisegesellschaft, die sehr viel Pionierreisen unternommen hat in Länder, die bis dorthin nicht wirklich als Ziele galten. Studiosus ist aber auch bekannt dafür, einen sehr hohen Sicherheitsstandard zu haben, der sich neben anderen wichtigen Kriterien wie Nachhaltigkeit und dergleichen mehr in einer sehr umfangreichen Überprüfung der verschiedenen Zielländer niederschlägt. Ich freue mich sehr, dass wir einen, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, großen Freund Lateinamerikas, aber auch einen kritischen Betrachter der Szenerien, in die die Kunden von Studiosus geschickt werden, heute auf dem Podium haben, von der Unternehmensleitung, meine Damen und Herren, von Studiosus, ist der Peter Strupp heute bei uns. Ich freue mich sehr, dass das auch geklappt hat, denn ich weiß, dass wir alle, die hier oben sitzen, eigentlich niemand Zeit hat, dabei zu sein. Und das gilt natürlich auch für denjenigen, der nicht die Sensationspresse, der auch nicht die Feuilletons des deutschsprachigen Raums, sondern die allerwichtigste Publikation im deutschsprachigen Tourismus als Chefredakteur prägt, begleitet. Aber er ist nicht nur jemand, der ein wenig über die verschiedenen Themen guckt, sondern unser Klaus Hildebrand von der FVW als Chefredakteur ist auch jemand, der über viele Jahre das Geschehen des Reisenden und der reisenden Personen im Ausland von Deutschland und in Deutschland beobachtet. Niemand Kompetenteres aus der Branche, der uns ein paar wesentliche Punkte auch aus der Sichtweise zum Thema Sicherheit Lateinamerika und das deutsche Reiseverhalten insgesamt geben könnte. Sie wissen natürlich auch, dass wir heute eine andere Interpretation von Sicherheit haben, was Europa betrifft. Es war auch schon mal vor 20, 30 Jahren so, dass die Welt insgesamt heute in einem anderen Image steht als vielleicht noch 5 oder 10 oder sogar 15, 20 Jahre her. Und die Dinge beginnen sich zu verändern. Während Lateinamerika, meine Damen und Herren, so eine Geschichte war, wo man sagte, du willst nach Lateinamerika, um Gottes Willen, so viel Gefahren, die Räuber, die Banditen, die vielen Krankheiten, Sicherheit war ein Thema, nicht nach Lateinamerika zu fahren. Heute heißt es, oha, du willst in London U-Bahn fahren, Honeymoon in Paris, willst du doch nicht vielleicht lieber nach Kolumbien oder nach Chile oder nach Mexiko reisen? Und diese Veränderung ist schon ein wenig befremdlich. Vielleicht genauso, wie wir heute beobachten, dass Lateinamerika nicht mehr der arme Mann im Süden, sondern ein in vieler Hinsicht wirtschaftlich überlegen sich entwickelndes Gebiet darstellt, das den Tourismus leider nicht billiger, aber dafür erheblich sicherer gemacht hat, bringt dieses Image auch in eine völlig neue Perspektive. Wir haben Länder, die als mit die sichersten Reiseländer der Welt gelten in Lateinamerika. Wir haben auch Länder, die vielleicht nicht immer mit den Statistiken aufwarten, die sich ein Veranstalter wünscht, um seine Gäste dorthin zu schicken. So ist auch die Bandbreite der Sicherheitslage in Lateinamerika eine sehr große. Und ich freue mich deswegen auch, dass wir heute nicht nur über Fragen der Unsicherheit reden, sondern auch über Sicherheit und große Fortschritte in diesem Bereich weltweit. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, bevor ich zu meiner ersten Frage komme, meine Damen und Herren. Wir haben in der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika über 90 Mitglieder, Fluglinien, Hotelketten, selbstverständlich viele Veranstalter. Und ich freue mich, dass viele Länder auch bei uns Mitglieder sind, wichtige Länder, auch nicht so bekannte Länder, Länder, die sich alle für die Reisen nach Lateinamerika seitens Deutschland, Österreich, Schweiz interessieren. Aber wir haben auch Mitglieder, die bringen Gäste aus Lateinamerika nach Deutschland. Ein Mitglied hatte im letzten Jahr 2 voll ausgebuchte Reisen von Peruanern gebucht und reserviert für eine Reise durch Deutschland und
die österreichische Nachbarregion. Nach den Vorfällen in Paris haben beide peruanische Gruppen abgesagt. Lateinamerikanern erschien zu diesem Zeitpunkt Mitteleuropa und auch Deutschland nicht mehr sicher genug, um zu uns zu reisen. Als der Kosovo-Krieg Jugoslawien zerriss und meine brasilianischen Freunde mich anriefen, ob sie noch eine Rheinkreuzfahrt machen könnten, weil doch jetzt Krieg in Europa sei, brauchte ich auch ziemlich lange, um ihnen zu erklären, dass Jugoslawien nicht Deutschland und schon gar nicht das Rheingebiet ist. Für uns ist wichtig, wie Interpretation von Statistiken, wie Interpretation von Zahlen sich auch im Tourismus niederschlägt. Und aus diesem Grunde ist auch dieses Podium heute eine Diskussion darüber, wie relevant sind welche Zahlen und wie sieht die Realität aus, wenn man sie im eigentlichen Reiseerlebnis ummünzt und wie sieht letztlich eine rechtliche Lage aus, wenn ein Reiseveranstalter oder eine Fluglinie die Sicherheit einer Zone einschätzt. Ich darf zu meiner ersten Frage kommen und ich freue mich sehr, dass sehr kurzfristig der Herr Minister Napoleon Duarte die Möglichkeit gefunden hat, um bei uns dabei zu sein. Und Señor Ministro, escucho que en su país un grupo muy conocido, Iron Maiden, ha tenido un concierto con una atención bastante fuerte. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué ha pasado? Ustedes tenían una experiencia muy interesante con todo lo que era alrededor del concierto, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por recibirnos, compañeros. A ustedes por estar presentes. Para nosotros es una gran oportunidad. Ciertamente, El Salvador es un país, y venimos a hablar de América Latina y, por supuesto, de mi país. Y esta es una oportunidad para comentarles a ustedes el éxito que acabamos de tener con Iron Maiden. Es una maravillosa rockeros del año de 1977, como muchos de ustedes probablemente escucharon, son ingleses. Y El Salvador se puso de pie. Es decir, tenemos capacidades muy importantes para organizar este tipo de eventos. Llegaron de toda Centroamérica, habían costarricenses, guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, y hicimos bien las cosas. Las cosas hay que hacerlas bien. Difícil, pero hay que creer en lo que uno puede hacer como ser humano. Y pusimos a disposición todo el país y colocamos a la Policía Nacional Civil, a la Policía de Turismo, a la Alcaldía Municipal de San Salvador, a la Cruz Roja, a los empresarios del sector privado, los colocamos de una manera que todos trabajamos juntos para recibir este magno evento. Y tienes razón, fue un éxito sorprendente, más de 25,000 personas asistieron al evento, las calles estaban llenas, los turistas llegaron de todos lados, de Centroamérica y de México, y nosotros, cuando aterrizó ese avión que se llama L-14, que imita lo que es el avión de Obama, fue una gran experiencia. Había más de 100 periodistas y cuando aterriza ese avión 747 fue espectacular. Ahí comienza el show. De tal manera que El Salvador se vistió de gala. No pasó nada. Es cuestión de mandar el mensaje correcto. Y el tema ahora da para mucho. Es seguridad. No es inseguridad. Es seguridad para toda la gente, para la gente del mundo. Hoy ha cambiado el mundo. Ya la gente viaja todos los días, agarra vuelos, aviones, hoteles, reservaciones. Y estamos en una lógica totalmente distinta de hace 30 años, 40 años. Hoy aterrizan todos los días aviones por todos lados. Y tenemos que cuidarnos todos, no solamente en mi país. Tienen que cuidarnos los alemanes, los estadounidenses, Inglaterra, Colombia, Argentina, todo el mundo. Y en la medida en que nos cuidemos todos y seamos solidarios todos, entonces creo que vamos a tener más paz. Mi país cree en la paz. Fue un país que se dedicó a construir la paz durante años. Igual que otros países como Colombia, El Salvador es amante de la paz, amante del progreso. Quiere tener paz, paz permanente, paz duradera.
Y hay que estar, como yo siempre dije desde muy pequeño recuerdo, cuando estábamos en los Boy Scouts, que éramos niños que teníamos una ilusión. Y esa ilusión de los salvadoreños era servirle a la gente. Y desde que nosotros construíamos esa patria, el mensaje era: la gente es la que quiere la paz, las oportunidades y el empleo. El turismo lo puede hacer. Ustedes son parte de este éxito en términos mundiales. Ustedes van a ser el éxito, van a generar empleo, están recibiendo recursos. Los turoperadores son los grandes artífices de la comercialización. Y las sociedades civiles, los empresarios como ustedes y todas las gremiales que están trabajando en el mundo son los que pueden tener el éxito con Francia, con Alemania, con Inglaterra, para evitar esos problemas que tenemos ahora. Tenemos problemas de refugiados, de migrantes, tenemos problemas de delincuencia, de narcotráfico. Y no podemos quedarnos con las manos quietas. Tenemos que buscar alternativas, oportunidades. La gran palabra, el gran pensamiento nuestro, es como lo decía un gran líder que ustedes tuvieron acá, alemán, en la que siempre propuso la democracia de Alemania. Y Alemania es un ejemplo de ese mercado que logró entender cómo generaban la parte social, la parte humana. Y eso es lo que nosotros tenemos que interpretar, la parte humana, la parte de qué es lo que está haciendo cada vez el ser humano en el mundo, cómo se traslada al mundo. Y si nosotros recibimos ese mensaje, nuestra sabiduría como seres humanos, como parte del Creador, lo tenemos en cómo manejar este mundo, nuestros países, cómo mandar el mensaje y la comunicación y generar la confianza necesaria. De tal manera que si usted genera confianza, el país va a ir cambiando. No se cambia de la noche a la mañana. Y a mí me parece que es una buena oportunidad, Andrea, porque de verdad, los ministros y los ministros de turismo, sobre todo, le rehúyen a hablar de la seguridad y la inseguridad. Pero yo no lo puedo hacer. Yo tengo que estar en estos foros porque tengo que decirle que El Salvador es una gran oportunidad ahora. Es una oportunidad que no existía antes y que la estamos construyendo paso a paso, a pesar de que tenemos problemas y a pesar de que no todo es color de rosa. Nosotros estamos transformando, estamos cambiando permanentemente esas realidades. Yo creo que el progreso es realmente la palabra esencial y reconocer que hay que hacer progreso en ciertos campos y ahí estamos conscientes que el país está avanzando. Déjenme preguntar al señor Hildebrand. Herr Hildebrand, Sie haben einen ziemlich guten Überblick über die allgemeine Weltlage im Tourismus. Und wie würden Sie ganz global sagen, jemand sagt, ich will nach Lateinamerika, ich weiß noch nicht so genau, wohin. Würden Sie sagen, oh, um Gottes Willen, das ist aber sehr gefährlich, oder würden Sie sagen, ich sehe da gar kein Problem, machen Sie mal. Ich glaube, der Konsument und auch ein Teil der Reisebranche, und ich glaube auch zum Beispiel Reisebüros sind ja auch ein Teil der Branche und viele Fernreisen werden ja auch über Reisebüros gebucht und ich glaube auch, die denken nicht viel anders. Ich glaube, die Wahrnehmung ist eben ein bisschen, ein Stück weit, wie Sie es beschrieben haben, der Blick aus Lateinamerika auf Europa, so ist auch der. Ich glaube aber, die Menschen denken doch sehr stark auch in unterschiedlichen Regionen und auch in Produkten. Lateinamerika ist ja sehr diversifiziert, eine sehr große Region. Die Karibik zum Beispiel ist eine ganz eigene Destination und dort gibt es auch verschiedene Reiseformen. Wer jetzt einen Badeurlaub machen will, wer vielleicht in die Dominikanische Republik zum Beispiel fahren wird, der hat sicherlich eine ganz andere Vorstellung und eine ganz andere Wahrnehmung als jemand, der sagt, ich will jetzt alleine auf eigene Faust mehrere Länder von Südamerika bereisen. Also es gibt auf jeden Fall diese Wahrnehmung, aber ich glaube, wer sich mit so einer Destination beschäftigt, der macht sich schon Gedanken. Welches Produkt will ich haben? Soll es ein Badeurlaub sein? Soll es eine Rundreise sein? Eine Erlebnisreise? Bin ich allein unterwegs? Bin ich in einer Gruppe unterwegs? Dort fährt man ja nicht einfach mal ganz schnell hin, wie spontan zu einem Last-Minute-Urlaub. Also die Leute werden sich schon genau das anschauen. Ich glaube auch, die Menschen können wirklich ein Stück weit differenzieren. Sie können zwischen den großen Regionen differenzieren. Argentinien, Chile, die Karibik, Mexiko, ein Sonderfall. Sie können sicherlich nicht genau zwischen kleineren Ländern differenzieren. Genau wie der Amerikaner vielleicht nicht zwischen Belgien, Holland und Dänemark und Deutschland differenzieren kann, kann der normale Verbraucher vielleicht nicht zwischen El Salvador, Honduras und anderen Ländern differenzieren. Das ist das Problem.
Und da ist Aufklärung notwendig. Und ich glaube, diese Aufklärung muss auch noch aktiver betrieben werden. Differenzierung ist mit Sicherheit eines der ganz wichtigen Dinge. Wir wissen, dass kein Land über den gleichen Kamm geschert werden kann. Und differenzieren von jedem Tag immer wieder neu muss ein Veranstalter. Ein Veranstalter wird sich jedes Mal neu entscheiden müssen, wie ein Zielgebiet behandelt oder auch nicht behandelt wird. Peter Strupp, die Entscheidung, in eine Region zu reisen, hat viele verschiedene Parameter, an denen das gemessen wird. Die Situation bei Studiosus ist auch in Lateinamerika insgesamt, glaube ich, eine sehr solide, soweit ich das weiß, mit gewissen Ausnahmen. Wie kann man kurz beschreiben, aus der Sicht des Veranstalters Studiosus, wie definiert man Sicherheit und nach ab welchem Kriterium fährt man nicht mehr in ein Land? Ja, Sicherheit hat ja verschiedenste Facetten. Worüber wir ja heutzutage meistens reden, ist das Thema Terrorismus, weil es am präsentesten ist. Und da hat Lateinamerika sicherlich Vorteile gegenüber anderen Destinationen, dass diese Länder nicht mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, die beiden sichersten Destinationen gegen terroristische Anschläge gefeit zu sein, sind Galapagos und Island, was ich so gefühlt habe. Also mein erster Termin heute Morgen war Island, da sind die ganz stolz drauf. Die haben auch wenig Kriminalität, das ist die zweite Facette. Und die haben auch keine Viren, weil es zu kalt ist und zu viel regnet. Also von daher fallen da drei Risiken aus. Aber sie haben Vulkane, wie wir alle ja wissen, aus 2010, die Ärger und Gefahren bringen können. Also muss man alle diese Punkte natürlich im Blick haben. Mexiko zum Beispiel war früher ja so das wichtigste Zielgebiet in Lateinamerika, auch für Studienreisen, und hat bei allen in den letzten Jahren an Nachfrage verloren wegen Kriminalität. Das ist jetzt ein Thema, was in Südamerika nicht mehr so im Fokus steht. Also muss man da zwischen diesen verschiedenen Facetten schon sehr genau unterscheiden, muss das monitoren, das machen wir sehr aufmerksam, sind sehr dankbar darüber, dass das Auswärtige Amt da uns viel Informationen zur Verfügung stellen kann durch die Botschaften vor Ort. Aber natürlich müssen wir auch selbst Erkundigungen einziehen und müssen das selbst dann bewerten. Das sagt das Auswärtige Amt ja auch immer zu Recht, sie können uns die Entscheidung nicht abnehmen. Aber nach den Anschlägen 9/11 haben wir unser Sicherheitsmanagement auf eine neue Stufe gestellt, haben es zertifizieren lassen, sodass bestimmte Aussagen des Auswärtigen Amtes bei uns zu ganz bestimmten Reaktionen führen. Also wenn das Auswärtige Amt beispielsweise sagt, wir raten ab, in eine Region zu fahren, dann fahren wir da morgen nicht mehr hin. Oder wenn es sagt, wir raten von nicht unbedingt notwendigen Reisen ab, dann müssen wir auch sagen, touristische Reisen sind nicht unbedingt notwendig und fahren da nicht mehr hin. Und wenn das Auswärtige Amt sagt, wir raten ab, nicht in die Grenzgebiete von Kolumbien mit Peru zu fahren, dann fahren wir momentan nicht nach Leticia, was in Kolumbien ist und was wir eigentlich als sicher betrachten von unserer Einschätzung. Aber durch die Zertifizierung müssen wir sagen, da sind uns die Hände gebunden, da fahren wir dann nicht hin. Es gibt also ganz eindeutig Kriterien, die von einer Firma individuell gesetzt werden und nicht allein vom Gesetzgeber zum einen oder vom Auswärtigen Amt als verbindlich ausgegeben werden, sondern die dann tatsächlich der Interpretation eines Firmenindividuums, wenn ich so nehme. Das ist unsere moralische Aufgabe, aber auch natürlich gibt es Haftungsrisiken. Und wenn eine Reisewarnung besteht des Auswärtigen Amtes, dann wird sicherlich auch ein Richter sagen, da muss jetzt die Haftpflichtversicherung eines Veranstalters nicht eintreten, weil das war grob fahrlässig, Kunden in ein Land mit Reisewarnung zu schicken. Aber Reisewarnung, da reden wir von Somalia und Afghanistan und Irak, ja, und nicht von einem Land, was jetzt hier heute zur Diskussion steht. Das ist interessant, wie da auch differenziert umgegangen wird damit. Herr Dr. Lotz, im Auswärtigen Amt sind Sie letzten Endes ja auch dabei, wenn solche Dinge artikuliert werden. Ich könnte mir vorstellen, Sie hören auch viel von den jeweiligen Ländern, die in der entsprechenden Klassifikation dann eingestuft werden. Wir hatten einen Fall mit Guatemala, der lange Zeit so aussah, dass man da aus der Sicht vieler Veranstalter nicht hinkonnte. Nach einer Veränderung in Zentralamerika insgesamt, muss man sagen, hat sich dann auch die Stellungnahme vom Auswärtigen Amt dieser veränderten Situation, wir fanden es auch sehr passend und angemessen, angepasst. Wie sehen Sie im Moment aus Ihrer Sicht den lateinamerikanischen Raum? Wo würden Sie sich wünschen, dass noch Verbesserungen entstehen? Und ab welchem Punkt setzt bei Ihnen
sozusagen die rote Zone ein, wo Sie warnen würden? Ja, wir haben natürlich die Pflicht und die Aufgabe, in erster Linie objektive Informationen zur Verfügung zu stellen. In dem Sinne sind wir natürlich offen für das Gespräch mit den Ländern, die betroffen sind. Wir haben aber nicht die Aufgabe, natürlich Tourismus an sich zu fördern. Ich glaube, diese Pflicht haben wir gegenüber den Bürgern, die eben sich auf diese Reisehinweise beziehen. Wir haben die Pflicht gegenüber den Veranstaltern. Insgesamt teile ich die Einschätzung, dass die Sicherheitssituation sich in vielen Regionen in Lateinamerika sicher gebessert hat. Das ist dann natürlich aber die Frage, welche Form von Sicherheit wir uns anschauen. Wir haben vorhin das Beispiel Terrorismus genannt. Und da ist natürlich Lateinamerika einer der Kontinente, die davon relativ wenig, fast gar nicht betroffen ist. Das ist natürlich ein enormer Standortvorteil. Wenn wir uns anschauen, wie es mit der Allgemeinkriminalität anschauen, dann haben wir höflich gesagt, in vielen Ländern natürlich noch erheblichen Besserungsbedarf. Wir können den Kontinent insgesamt aber nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Regionen. Es gibt Regionen, die inzwischen auch insofern, was die Allgemeinkriminalität anbelangt, zu den sichersten in der Welt gehören. Es gibt andere, die erhebliche Probleme haben. Also das ist, glaube ich, insgesamt eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Wir sind immer offen für das Gespräch, also sowohl wenn Reiseveranstalter zu uns kommen, aber auch wenn die Botschaften der betroffenen Länder zu uns kommen und sagen, an dem und dem Punkt stellt ihr unser Land nicht richtig dar. Wir sind selbstverständlich bereit, uns das gemeinsam anzuschauen. Wir sind aber natürlich daran gehalten, objektive Fakten, die wir kennen, wissen, so darzustellen, wie wir sie sehen. Vielen Dank. Ich denke, ein Land wie Kolumbien hat das sehr stark mitbekommen. Ihr hattet in Kolumbien über lange Zeit eine Einschätzung, auch vom Auswärtigen Amt, die nicht wirklich ermutigt hat, dorthin zu reisen. Und ich würde jetzt von Chef Jeff Patruschew gerne hören. Vielleicht kannst du in ein paar kurzen Worten beschreiben, wie sich der fantastische Weg Kolumbiens dargestellt hat, von einem Land, dessen Image gelinde gesagt problematisch war, zu einem Land, wo man heute gerne hinfährt und eigentlich nur noch Leute, die von der alten Vergangenheit was gehört haben, dann meinen, das würde jetzt nicht mehr gehen. Wie ist dieser fantastische Wandel in Kolumbien vonstatten gegangen und wie sieht heute die Besuchersituation aus bei euch? Der Wandel ist tatsächlich fantastisch. Da besteht auch sehr viel Arbeit dahinter, steckt sehr viel Arbeit dahinter. Wir haben in 2008 damit angefangen, dass die Reiseveranstalter überhaupt die Destination in die Kataloge reinnehmen. Und wir haben lange an die Türen geklopft und die Reiseveranstalter wollten uns erstmal nicht aufmachen. Und natürlich, nachdem die 23 Reiseveranstalter in 2009 Kolumbien im Programm hatten. Mittlerweile zählen wir mit über 130 insgesamt auf dem deutschen Markt Reiseveranstalter. Was natürlich wichtig ist, haben wir auch direkt erkannt, wenn der Endkunde auf der Straße läuft oder vielleicht auf der Messe oder im Fernseher kurz einen Bericht über Kolumbien sieht, er bucht ja ausschließlich über das Reisebüro, wie Hildebrand gerade gesagt hat. Das ist natürlich ein beratungsintensives Ziel, Destination. Und wenn das Reisebüro die Informationen über Kolumbien oder über ein Land nicht verfügt oder überhaupt nicht weiß, dass das Land in den Broschüren drin ist, kann es auch nicht verkaufen. Deswegen haben wir auch uns intensiv damit beschäftigt, die Büros zu schulen, persönlich auf den Roadshows oder online auf verschiedenen Wegen. Und der Weg hat uns natürlich jetzt geführt dazu, dass wir mittlerweile stolz sagen können, dass wir in 2008 22.000 deutsche Reisende nach Kolumbien gehabt haben und letztes Jahr haben wir ein Wachstum von 58.800 deutsche Reisende gehabt, also knapp 60.000 im letzten Jahr. Und da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Gibt es in der Presse aus der Wahrnehmung von Kolumbien eine Diskussion über Sicherheitsfragen? Ich habe heute Morgen noch mal die Hausaufgabe gemacht, um zu gucken, was eigentlich das Auswärtige Amt uns sagt. Und ich habe mich an vor 2 Jahren erinnert, das ist noch besser geworden.
Und wenn ich zitieren könnte, dann hieß es, die Sicherheitslage ist in Kolumbien seit 2002 kontinuierlich, hat sich verbessert und ist mittlerweile mit allen anderen lateinamerikanischen Destinationen zu vergleichen. Wenn man Kolumbien eingibt, und vielleicht können Sie zu Hause auch die Hausaufgabe machen, man findet nichts, was unbedingt mit Sicherheitslage zu tun hat, sondern eher die positiven Nachrichten. Kolumbien ist also in der Beziehung nicht mehr in der Nachrichtenebene zu finden, wo es früher einmal war. Herr Hildebrand, würden Sie nach El Salvador fahren? Ich bin Familienvater, mit meinen Kindern ehrlich gesagt nicht, weil Familien entscheiden anders und sind dort, auch wie wir im gesamten Reiseverhalten das sehen, mit meiner Frau wahrscheinlich. Ja. Aber ich würde mich über das Land informieren. Ich gestehe, ich habe jetzt nicht so viele Informationen über das Land. Kolumbien zum Beispiel. Jetzt aufs erste Wahrnehmung würde ich auf jeden Fall hinfahren. Ich fand auch übrigens, das sage ich jetzt nicht, weil der Kollege hier sitzt, die Werbung genial, wie die auch mit diesem Sicherheitsthema gespielt haben. Diese berühmte Slogan, das einzige Risiko ist, dass sie da bleiben wollen. Fand ich genial, weil sie es nicht verschwiegen haben, aber bei einem Augenzwinkern da gespielt haben und das ins Positive gedreht haben. Fand ich eine vorbildliche Kommunikation. Das hat sicherlich auch mitgeholfen, aus diesem Image herauszukommen. Und wenn ich Dinge anspreche, dann sind sie ja auch mal erledigt und angesprochen. Sonst spielt immer etwas mit. Und insofern ist das für dich auch ein Vorbild. Peter Strupp, eine Reise nach El Salvador, so mal zum Golfen, zum Gucken. Ich war vor einigen Jahren in El Salvador und habe mich da so sicher gefühlt, dass ich tatsächlich eine Runde Golf gespielt habe. Antistop. Wo man ja doch wenig Schutz hat, weil man irgendwo in der Natur unterwegs ist. Da fliegen die Kugeln, Golfbälle. Da fliegen die Kugeln, ja. Wenn sie denn fliegen. Ja. Genau. Aber andererseits müssen wir auch wieder sagen, die Sicherheitslage in El Salvador hat sich in den letzten Jahren so verbessert, dass wir das Land erstmals seit Jahren wieder in unser Programm aufgenommen haben für 2016. Weil es viel zu bieten hat, weil es Vulkane hat, archäologische Stätten hat, die für unsere Kunden ausgesprochen interessant sind. Aber, jetzt kommt leider doch auch ein Aber, das Auswärtige Amt hat seinen Sicherheitshinweis vor kurzem so verschärft, dass er sich für uns so dramatisch liest, dass wir das Land jetzt leider wieder aus dem Programm nehmen mussten. Kunden, die die Reise gebucht haben, sagen mussten, der Teil El Salvador muss leider entfallen. Wir fahren von Honduras wieder nach Guatemala zurück, weil eben die Sicherheitshinweise, unser Sicherheitsmanagement dazu geführt haben, zu sagen, das hat die Grenze überschritten. Das mag in einem Monat vielleicht hoffentlich schon wieder anders sein, aber wenn die Gefahr, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, überaus hoch eingeschätzt wird vom Auswärtigen Amt, dann ist das für uns ein wichtigerer Maßstab als mein subjektives Empfinden. Dr. Lotz, würden Sie davon ausgehen, dass wir relativ bald wieder Gäste von einem Reiseveranstalter wie Studiosus aufgrund einer veränderten Situationseinschätzung des Auswärtigen Amtes dort werden begrüßen können? Ja, ich kann nicht in die Kristallkugel schauen, aber wir passen natürlich diese Reisewarnungen regelmäßig an. Die Reisewarnung, die Verschärfung in El Salvador hat natürlich damit zu tun, dass wir eine Zuspitzung der Sicherheitslage in den letzten Monaten gehabt haben. Die Mordraten gehen nach oben. Das ist sicherlich kein Trend, der so dauerhaft anhält, hoffen wir zumindest alle. Aber es ist eben auch so ein Punkt, das kann das Auswärtige Amt dann natürlich nicht verschweigen. Und dann muss so eine Sicherheitswarnung auch angepasst werden. Ich hoffe darauf und wird davon ausgehen, dass sich die Situation auch wieder beruhigt und wir dann relativ schnell so eine Warnung auch wieder abmildern können. Davon gehen wir mal aus und hoffen das auch. Jeff Patruschew, du hättest vielleicht Iron Maiden auch gerne in einem so schönen Land wie El Salvador gehört. Wärst du hinterher noch für eine kleine Rundreise geblieben? Bitte nochmal? Wärst du in Salvador geblieben nach dem Iron Maiden Konzert, was ja jetzt gerade war? Auf jeden Fall. Noch länger, wenn noch die Zeit länger zulassen würde. Wunderbar. Und Herr Minister, ich muss Sie nicht fragen, ob Sie nach El Salvador reisen würden oder nicht, denn ich weiß, Sie sind dort zu Hause. Ich bin letztes Jahr dort unterwegs gewesen. Ich wurde nicht nur sehr gut und sehr gastfreundlich behandelt. Die Pupusas, eine Spezialität des Landes, sorgten für permanente Gewichtszunahme und ich fühlte mich selten unterwegs irgendwo so sicher wie in El Salvador. Lassen Sie mich einfach noch anmerken und dem Herrn Minister vielleicht auch noch kurz das Wort geben. Differenzierung von Zahlen und Informationen ist enorm wichtig. Herr Hildebrand sagte es, wir müssen nicht nur unterscheiden, wohin jemand reist, sondern wir müssen unterscheiden, wie jemand reist.
cuál es la manera de viajar, en qué contexto viaja uno, ¿verdad? Y El Salvador, siendo un país que a veces tiene que hablar un poco más sobre la seguridad que otros, seguramente tiene su perspectiva, cómo se puede viajar en el país sin exponerse a peligros como puede ver uno lo de afuera. Bueno, es una gran oportunidad. Cada uno de lo que ellos han dicho, creo que tiene su valor. Tenemos un nuevo campo de golf. Muy bueno. Oh, balas de amor. Con mucho gusto. ¿Ah? Y me parece que las cancillerías, los países, hacen un trabajo. Eso es en todo el mundo. Y lo reportan, las advertencias están. Cada país tiene un criterio distinto. Nosotros lo respetamos muchísimo. Y lo que hacemos es, y creo que el problema aquí es falta de información permanente, al día. Es decir, los países van cambiando, vamos cambiando todos los días. Todos los días estamos haciendo esfuerzos nuevos. Voy a, ya les di un ejemplo, les doy otro ejemplo. Tuvimos unos 4 o 5 cruceros que llegaron alemanes, norteamericanos, y claro, evidentemente lo llevan a las rutas turísticas y no hemos tenido ni un solo problema. Es decir, nosotros tenemos una evaluación entre lo que es la percepción y las realidades. Y aquí hay una brecha muy importante. Claro, si usted va a un lugar donde hay una situación difícil como es un barrio, una colonia, pues nosotros mismos le decimos, mire, el turista no debe de ir ahí. Es lógico, ¿verdad? Nosotros tenemos 19 rutas turísticas y 43 circuitos. Y tenemos una estrategia, una logística. Los turoperadores saben perfectamente dónde llevan a los turistas, cómo los colocan. Además, tenemos dispositivos. He trabajado durante estos 7 años, he trabajado para que la policía de turismo tenga más especialización. Es una policía que no está armada, no tiene armas largas, porque a los turistas no les gusta esto. Hemos tenido experiencias con alemanes, con rusos, con italianos, y hay muchas anécdotas. Ciertamente les gusta mucho la aventura, los volcanes, los recibimos en varios lugares muy lindos que tenemos, y puedo decirles que en estos 7 años nunca he tenido una dificultad extremadamente importante en el tema de seguridad con turistas. Todos los países de América Latina ciertamente hemos ido avanzando. El Salvador no es la excepción. Pero quizás vale la pena decirles que hemos construido una política de seguridad turística. Recientemente recibí una carta del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, en la que me invitaba a hablar sobre seguridad y turismo. Y ahí planteé en un foro 10 conclusiones de las cuales los países debíamos nosotros de colocarlos en el marco del gran problema que hubo en Francia con el terrorismo. Es decir, nuestros países, afortunadamente, no podemos decir que hay un terrorismo. Podemos decir que hay una serie de situaciones de inseguridad que están sucediendo y que estamos controlando todos los países a través de una política de seguridad. Pero el país, El Salvador, nuestro presidente ha tomado iniciativas muy importantes. Tenemos un Consejo de Seguridad Ciudadana, tenemos toda una estrategia de gabinete de seguridad, tenemos un gobierno de turismo con seguridad turística, trabajamos en las rutas turísticas, es decir, hemos ido cambiando. Y quizás lo que hace falta es darles información en este marco a Alemania, darles información adicional, permanente, a través de nuestros embajadores, a través del embajador de Alemania. Es decir, acabo de recibir al embajador con esto de... voy a terminar. Sí, al embajador de Francia, con el senador de Francia, con uno de los senadores de ellos, que me llevaron una buena noticia. Dice, hemos eliminado a El Salvador de la advertencia que le teníamos. Y estoy viendo esa disposición de Alemania, de tal manera que los espero en Alemania. Y vamos a jugar golf, tal vez. Y en esto estamos. Hacer, ¿no? Vamos a usar las palas de jugar golf. Esto es el futuro. Meine Damen und Herren, wir können, ohne dabei etwas schönreden zu wollen,
sagen, dass Lateinamerika sicherer geworden ist. Selbst in Gegenden, wo Sicherheit ein größeres Diskussionsthema ist, wird etwas getan, um auch das Auswärtige Amt von Neuem davon zu überzeugen, dass es absolut kein Problem ist, auch aus der Sicht der ganz offiziellen Perspektive dorthin zu reisen. Wir sind überzeugt, dass auch sehr kritische Veranstalter wie Studiosus auch Zielgebiete wieder ins Programm nehmen können in Lateinamerika, die vielleicht kurzfristig einmal daraus verschwinden. Die Welt ist unsicherer geworden, meine Damen und Herren. Lateinamerika ist sicherer geworden. Zentralamerika ist eines der wichtigsten Wachstumsgebiete im lateinamerikanischen Tourismus. Das liegt unter anderem daran, dass viel dafür getan wird, dass die ganze Region in einem noch besseren Frieden lebt, als sie es schon erreicht haben. Tourismus, meine Damen und Herren, ist Frieden. Und kaum eine Region hat in den letzten 40 Jahren so gut bewiesen, dass Frieden möglich und machbar ist, wenn sich Menschen zusammensetzen und auch was ausdenken, dass auch andere Probleme, die dort vielleicht noch herrschen können, gelöst werden. Davon sind wir überzeugt. Dass trotzdem Kriterien herrschen müssen, nach denen ein Geschäft oder ein Tourunternehmen oder irgendein anderes Transportunternehmen seine Sicherheit definiert, das versteht sich von selbst. Dass die Presse nicht verschweigen wird, wenn Probleme irgendwo entstehen, ist auch richtig. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, ob das ein Land wie Kolumbien ist, ein Land wie Mexiko, ein Land wie Zentralamerika, El Salvador, ob es ein Reiseveranstalter ist, eine Medienpersönlichkeit oder ein Verantwortlicher im Auswärtigen Amt. Information ist das A und O. Die Differenzierung der Information ist eine enorme Aufgabe. Nicht jedes Medium kann alles differenzieren. Auch ein Auswärtiges Amt wird nicht lange Essays über die Interpretation der Aussagen schreiben können. Es sind die einzelnen Länder. Es sind die Ministerien, aber es sind auch diejenigen, die gerne die Menschen dorthin transportieren wollen, die Fluglinien, die Veranstalter, alle gefragt, gemeinsam dafür zu arbeiten, das Image einer Region nicht schön zu reden, aber gerecht in einem Kontext zu zeigen, in der immer noch die freie Entscheidung von freireisenden Menschen ihnen offen steht, zu sagen, da fahre ich hin und wenn Iron Maiden nicht spielt, fahre ich trotzdem hin. Und so gefährlich kann es dann auch nicht sein. Wir glauben nicht, dass Schönreden die Lösung ist. Wir glauben aber auch nicht, dass eine überspitzte Information, falsch interpretiert, die Lösung für eine Zielgebietsentscheidung sein kann. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch betonen, dass wir von der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika stolz darauf sind, mit den vielen Mitgliedern, die wir haben, und mit der Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt immer wieder ein wenig dazu beitragen zu können, dass diese Wahrnehmung etwas differenzierter ist. Und nicht alle Presse redet die Dinge heiß, sondern ist durchaus in der Lage, in moderater Form über Realitäten zu dokumentieren. Niemand kann das so gut wie die FVW und wir danken dafür auch Herrn Hildebrand im Namen der gesamten Branche. Ich möchte Ihnen danken, Peter Strupp, für seine offenen, aber auch nachvollziehbaren Worte, Jeff Patruchev für eine fantastische Dokumentation dessen, was in Kolumbien geht und großartige Arbeit für die Destination. Wir danken dem Auswärtigen Amt, dass Sie Ihnen freigegeben haben, für heute Nachmittag hier in der Hauptstadt dabei sein zu können, Herr Dr. Lotz. Und José Napoleon Duarte, ein Minister mit vielen Aufgaben, ist hier gewesen und hat uns ein wenig daran teilnehmen lassen, wie auch die Perspektive aus einer verantwortungsvollen und trotzdem natürlich in der eigenen Nation verantwortungsvoll gebundenen Perspektive auszusehen hat. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute gekommen sind. Wir wissen, dass auf der ITB niemand viel Zeit hat, am allerwenigsten die Herren hier oben auf dem Podium. Und reisen Sie nach Lateinamerika, schicken Sie Menschen dorthin, haben Sie keine Angst. Und Sie haben schon gehört, Golf spielen kann man an vielen Stellen. Die Gegend ist sicherer als je zuvor. Trotzdem sollte man immer aufpassen, wo man seine Wertgegenstände hintut. Das gilt leider auch für die U-Bahn in Berlin. Also überall auf der Welt. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes und bis zum nächsten Mal.